Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ja, ich bin immer noch dabei, die Leerpaletten hier ins Lager einzusortieren bzw. einzulagern. Und auch heute wieder eine Folge, in der ich nachsynchronisiere, zumindest meinen Teil, weil, ja, wie gestern besprochen, ich keinen Mikrofonton von mir habe. Wir machen hier gerade einfach noch ein bisschen Ordnung. Gucken, dass wir die Leerpaletten irgendwie halbwegs eingelagert bekommen. Und hoffen, dass wir auch demnächst dann mal wieder eine Ladung Nägel kriegen. Damit wir die Leerpaletten weiter produzieren können. Also das, was jetzt noch drin ist, kann produziert werden. Mehr leider nicht, weil wir eben keine Nägel mehr haben. Aber ich hoffe, dass die Metallverarbeitung demnächst mir dann Nägel liefern kann. Das wäre optimal. Hallo? Ja, hallo, Volker hier. Wer ist denn da? Jürgen. Ach, Jürgen, servus. Ich wollte gerade mal nachfragen, wie es denn aussieht bei euch wegen den Paletten. Ja, wie viele hast du? Wir brauchen bestimmt so 30, 40 Stück. Okay, ich kann euch Paletten. Ja. 20 kann ich euch anbieten. Oder nee, ich glaube, es sind bloß 10. 10 Leerpaletten. Ja. Ja, brauchst du die oder wie schaut's aus? Und Karton. Muss ich gerade mal gucken, Moment. Und mal gerade ins Tablet reinschauen. Also Leerpaletten. Ja. Holzkohle, nee, Karton. Karton wolltet ihr noch, gell? Warte mal, ich muss mal gerade rechnen. Ja, müsste ich hinkriegen. Ja, ich rede da mal mit den anderen, aber ich denke, das geht klar, dass wir die komplett holen. Okay, dann mache ich euch 40 Leerpaletten bereit. Jo, ruf ich schon an. Okay, gut. Jo, tschüss. Ciao. So, also wenn die tatsächlich 40 Paletten, Leerpaletten holen, dann ist unser kompletter Vorrat inklusive, was gerade noch in der Produktion steckt, verkauft, macht dann ungefähr 1600 pro Palette. 1600, 64.000 Euro oder so. Also um die, in dem Dreh, das ist schon ganz ordentlich. Davon können wir dann wieder gut erstmal leben. Folge war Una. Moin. Servus. Wir würden die 40 dann nehmen. Ja, okay. Und noch 10 Kartons. 10 Kartons auch noch? Ja. Oh. Muss ich gerade mal gucken, ob sie überhaupt noch da sind. Ich weiß es nämlich gar nicht genau. Muss man gerade wieder ins Tablet gucken. Moment.
Oh. Da habe ich gerade nur 6 Stück, wo ich sehe. Muss ich mal vorbeifahren und nachgucken, ob da noch welche rumliegen. Ja. Und dann würde ich mich bei euch nochmal melden. Oben aus dem Kartonwerk. Ja, ja, klar. Ja. Und vorne standen noch welche. Ah, du bist vorbeigefahren und hast da welche gesehen. Jürgen? Jo. Ah, ja, okay. Ja, dann mache ich euch die auch fertig. Ja. Okay. Kommen wir dann holen. Jo, tschüss. Gut, bis denn. Ciao. Hallo, wer ist denn da? Stefan Müller hier. Ach, servus. Wollte ich mal fragen, du hast doch auch noch so einen Anhänger, oder? Das ist so einen großen, 40er. Dürft ihr mir den auch noch schnell mit abholen? Ja klar, nimm doch. Ich würde dann nicht gleich nach jeder Fuhre wieder im Hof tappeln. Ja, nee, ist klar. Wir sind ja genau dafür haben wir ja die Agrargemeinschaft gegründet, damit wir einfach unsere Ressourcen oder Fahrzeuge bündeln. Ja, wenn er nicht leer ist, soll ich das ins Lager kippen? Ja, klar, wenn er voll ist, dann bitte ins Lager. Ja, ins Lager macht. Ja, nicht davor, sondern ins Lager, genau. Ja. Dann? Gut, bis dann. Okay. Ja? Ich tu gerade ernten. Ja, immer noch die Zwiebeln oder wie? Oder Karotten? Ich fahre jetzt gerade los und fahre jetzt erstmal schnell die erste Frucht weg zum Wind, zum Hof. Fahr dann durch zu dir. Okay. Ja, ich bin noch beim Sägewerk. Ich muss noch Paletten sortieren. Der hat sich gerade den Schwertlasttransport angemeldet. Ah, okay. Dann. Dann wird dann hier ein Ding. Mähdrescher. Ja genau, ein Mähdrescher wegfahren. Super. Achso, und apropos, ich hab mit Winter mal geredet. Wir haben ja bis jetzt, haben wir ja in der Genossenschaft, haben wir ja bis jetzt 3 KWs. Ja. Soll ich da vielleicht mein auch mit veräußern oder? Ich an deiner Stelle würde ihn behalten, weil der hat ja hinten eine Mulde drauf oder beziehungsweise so eine Ladefläche, wo wir was reinkippen können. Und dadurch haben wir ja durch dein LKW und die Anhänger haben wir ja mehr Volumen. Ja. Ja, der Tatra ist ein Sattelzug und mit Zugmaul und der andere von Win ist ja mit Dings nur. Nein, den habe ich noch oben. Aber ich habe das schon mal probiert mit meinem LKW und hier den Anhänger zum Beispiel vom Wind, den habe ich damals vom LU bekommen. Hat nicht lange gedauert, da kam das so dermaßen in Schlingern und bin fast umgekippt. Oh, okay. Muss man mal gucken. Da braucht man wirklich den Männern den Dreiachser. Ja, ich habe ja mit Drehschema den Anhänger. Dann würde das gehen, da könnte man sogar, der ist sogar zugelassen für 3 Anhänger noch hinten fahren. Muss man halt bloß direkt so anmelden, dass du immer mit 2 Anhängern fahren darf. Gut, dann hätten wir ordentlich Ladevolumen, dann hätten wir 40, 80, 100, 100.000 Ladevolumen fast, das wäre natürlich krass. Mhm. Müssen wir mal gucken, dass wir das so machen. Kannst ihn ja mal oben abholen und dann hier runterfahren, weil oben brauchst du ihn ja nicht. Wir könnten natürlich versuchen. Ja, so schnell wie möglich einfach, weil dann hast du für die Ernte genug Ladevolumen. Das ist der maximale. Ich hab halt meinen LKW und einen Strautmann, Einachser. So ganz klein, gerade mal zu 1000. Ja, im Notfall müssen wir halt hochfahren und die Tiere füttern. Mit dem Palettenwagen habe ich ja verkauft, ja.
Hab ja schon lange, aber zwei davon. Ja, stimmt. Einmal einer, der nur für Transporte ist, und einer für Paletten. Ja, für Paletten habe ich auch noch einen Anhänger. Da kann ich bei meinem die Bordwände runternehmen und dann könnten wir da die Wolle mit transportieren. Also dafür bräuchte man jetzt nicht unbedingt noch einen extra Anhänger. Wenn es denn so ist. Ich habe aber auch noch einen Joskin Transbase. Den könnte man eigentlich auch hochstellen zu dir. Nee. Weil dann hättest du da einen Anhänger, der hat irgendwas über 30.000 Ladevolumen. Ja, bei wem würde ich dann, wenn dann, den LKW abstellen? Wenn dann stellen, glaube ich, zu Win, das ist am besten. Weil dann, da brauchst du ihn ja mehr. Ja. Gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir den runterkriegen. Also, den Strautmann, der reicht mir ja oben. Dann ist gut. Ist ja halt bloß mal schnell zum Gras hin und her, Heu, Schrotflinten, bestreuen kann. Ja, hat der noch ein paar Bordwände drauf? Wenn nicht, können wir die nachbestellen. Und wenn du da mal gleich was Dünnes betonen hast, das habe ich schon mit ihnen abgesprochen. Ich will dann gleich dann später nochmal die explizit drauf sagen. Vielleicht mal so einen halben Anhänger von was du noch da hast an Anhängern, mal Zuckerrüben noch zu mir hoch, dass ich für Schafe noch ein bisschen was habe. Ja, Zuckerrüben, Karotten habe ich noch. Zuckerrüben nicht. Achso, nee, bei ihm sind noch Zuckerrüben. Ja, wenn das so das passt, stimmt, dann ist doch optimal. Oder warte mal. Nee, geht gar nicht. Was? Erstens, wen wollt ihr denn meinen Trecker-Kurator haben, um mal schnell Karotten zu machen? Zu kalt schnell. Und danach wollte ich jetzt bei Races anrufen, weil mein Traktor bräuchte langsam eine sehr dringende Wartung. Oh oh, ja mach. Da hat auch nicht mehr viel, bis er komplett im Einbau. Nee, Service geht vor. Wenn ohne Maschinen kommen wir nicht vorwärts, also mach lieber auf jeden Fall den Service. Ja, nächstes Mal, wenn ich runterfahre, lass ich gleich hier unten. Ja, das ist gut. Naja. So, ich muss jetzt noch zum Kartonwerk. Auch ein bisschen Hacken. Jo, mach das. Gut, jo, bis dann. Ciao. Ciao. So, dann fahren wir mal hier beim Hacker rein, holen noch eine Ladung Hackschnitzel. Und die müssen wir dann hoch zur Zelluloseproduktion bringen. Dass wir da endlich mal, oder dass wir da die restlichen Kartons auf jeden Fall produzieren können. Falls da nicht noch 10 insgesamt schon da sind, damit die Blaubeeren da auch die Kartons dann kriegen können. Weil, ja, ich würde mal sagen, Geld können wir gut gebrauchen. Und wenn die uns das jetzt abkaufen, dann sind es knapp, was sind es, um die 90.000 oder so. Alles zusammen. Mit Gewinn und Steuer. So, ein kleines Follow noch für Instagram. Ihr kennt's. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Volker Warune, hallo? Moin. Ach, servus. Was kriegst du für die Paletten und die Kartons? Insgesamt 90.000 mit allem drum und dran. Mit Steuer. Und Steuer und so weiter und so fort. Ja. Ja, und
Steuer ist drin und ja, ich gebe euch noch einen kleinen Nachlass wegen der Menge. Einen kleinen Mengenrabatt. Ist, denke ich, für euch auch ganz okay. Oder? Jürgen, bist noch da? Jürgen! Okay. Ah. Was gehört? Ich hoffe mal, das passt für euch so. Dann kommen wir nämlich gut zusammen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Kartonwerk. Also 2x70 kriegst du dann. Nein, nicht 2x70. Eben wolltest du doch auch schon 70 haben, oder nicht? Für die Dings. Ja. Und für die Kartons? Ja, 10 Paletten, ja. Also, dann sind es 70.000 für die Leerpaletten und 10. Okay. Jo. Und 20 für die Kartons. Nee. Ich war bei der Mehlbude. Abliefern. So, jetzt guck ich mal. Ich muss gerade hier reinfahren. Moment, ist ein bisschen eng. Aber gut, dann sind wir eigentlich soweit durch, oder? Mit dem, was. Ja, das passt. Also 90.000 kriegst du dann. Ja, 90.000, tutti kompletti. Okay, dann komm ich gleich holen die Paletten, ne? Okay. Was holst du denn zuerst? Ich muss nämlich gerade mal gucken, wie viel. Was macht der LKW hier? Ja, also hier sind 2, 4, 6. Und da haben wir noch 6 drin. Okay, das passt. Also gut, ich habe 10 Kartons habe ich für dich noch auf Lager. Das passt. Ja? Kein Thema. Ja, die kommen schon als erstes holen unten. Die sind auch dringender. An die Leerpaletten. Dann bin ich gleich unten. Jo, bis gleich, ciao. Jo. Tschö. So, dann fahren wir hier noch schnell rein. Und dann war's das auch schon für die heutige Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.